Nee. Also jetzt, nachdem ich... Also nee, das ist mir jetzt zu viel. Hallo. So, wir machen jetzt heute noch eine Candy Challenge im August. Also die zweite, aber es sind saisonbedingte Süßigkeiten. Ich habe es euch ja schon gezeigt. Neue Süßigkeiten und deshalb bringt es im September auch nichts mehr. Also wir haben einmal von Duplo die Summer Edition. Ich habe doch überlegt, wie spreche ich Kokos aus? Ich sage auch Kokosnuss. Hat eine Abonnentin geschrieben, sie sagt Kokosnuss und ich sage auch Kokosnuss. Und deswegen kam mir das so komisch vor, dieses Kokos. Wie auch immer, weil ich eigentlich Kokos sage. Also zumindest Kokosnuss sage ich. Kokosnuss. Coco. Sagen wir Coco. Duplo in Kokosnuss. Ich sage einfach Kokosnuss. Also in Kokosnussgeschmack, dann Hanuta-Riegel in Kokosnussgeschmack. Und da muss ich mal schauen. Ach, wenn sie das nicht gemacht hätten, das ist nämlich auch mit Haselnusscreme. Und ihr wisst, ich mag Haselnüsse nicht so gerne. Und ich finde auch, Kokos und Haselnuss passt. Also von meiner Vorstellung passt es nicht so gut. Die hätten nur Kokos und Milchcreme machen sollen, finde ich. Dann haben wir von Yogurette eine Limited Edition Passionsfrucht. Und das habe ich ja schon ewig in meinem Süßigkeiten-Schrank, in meiner Süßigkeiten-Schublade. Von Toffifee Double Chocolate, eine Limited Edition. Das habe ich auch schon ewig. Von Rittersport Chill Out, ist auch neu. Ich würde sagen, wir fangen mit den alten Sachen an. Also ich fange jetzt einfach mal an mit Chill Out von Rittersport Creamy Milk. Das ist eine gefüllte Vollmilchschokolade mit Milchcreme. Oh. Ich hätte die vielleicht vorher in den Kühlschrank legen sollen. Die ist nämlich hoch. Die ist sehr, also schon fast wie geschmolzen. Die geht nicht mal auf, weil der Knack nicht da ist, weil da kein Knack ist. Ja, schaut mal, die ist sehr, sehr geschmolzen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da sieht man mal, wie heiß es ist. Auch in der Wohnung. Die habe ich schon so lange, ist sie noch haltbar? Ja, haltbar ist sie noch. Also, das ist halt einfach. Naja, warum muss ich immer an allen riechen? Müsst ihr auch immer an allen riechen? Nein, nicht immer, aber irgendwie bei den Candy Challenges muss ich immer vorher riechen. Ich nehme halt das mit all meinen Sinnen wahr. Ja, also es ist sehr geschmolzen. Jetzt schauen wir mal. Also ich stelle mir vor, dass es ähnlich wie Kinderschokolade schmeckt. Also vom Prinzip ist es ja eigentlich wie Kinderschokolade, Milchschokolade und Milchcreme innen drin. Und deswegen theoretisch könnte es so schmecken. Ja, also ich finde, ein bisschen schmeckt es danach. Die Schokolade schmeckt zwar anders. Gut, sie ist jetzt auch so geschmolzen. Aber es schmeckt, ach, das ist auch schon, oh, das ist schon so, was teste ich hier mit euch? Ist das von Weihnachten noch oder wie? Ich weiß nicht, ob das Schimmel ist, wenn die Schokolade so, so beschlagen ist, schon mit so einer weißen Schicht. Also ich habe, das ist jetzt natürlich echt doof. Könnt ihr das sehen? Das hat halt schon so diese weiße Schicht. Ist das Schimmel auf Schokolade, diese weiße Schicht? Ich kratze es mal ab. Ist doch nicht so gut, wenn man die Sachen so lange schon daheim hat. Oder so lange wartet. Also ich habe es jetzt abgekratzt. Theoretisch könnte das gut sein. Das ist nämlich Toffifee Double Chocolate, also richtig schokoladig, mit einem intensiven schokoladigen Geschmack, für alle, die Schokolade lieben. Karamell mit Schokoladenhaselnuss, ach doch, wieder Schokohaselnuss-Creme-Füllung. Also es schmeckt schön intensiv, es ist zu warm. Muss, glaube ich, nochmal in den Kühlschrank, muss wirklich nochmal in den Kühlschrank. So, wir widmen uns den Sommersüßigkeiten. Ich fange mal an mit dem Duplo Sommer Edition. Ich weiß, ah, das ist alles. Gibt's doch nicht. Ja gut, wir hatten die heißesten Tage des Jahres. Ja, es ist. Also es sieht so aus.
Das finde ich aber gut. Ich finde, das schmeckt, das ist gut. Das schmeckt, finde ich, wie Raffaello. Kennt ihr diese Raffaello-Kugeln? Ist Duplo nicht sogar Raffaello? Also die gleiche Marke? Ferrero, genau. Und Raffaello ist doch auch von Ferrero. Ja. Also das ist wirklich sehr lecker. Er hat jetzt leider auch geschmolzen. Aber wenn man das jetzt nochmal in den Kühlschrank legt, oh ja, also das ist lecker. Schmeckt echt wie Ferrero Küsschen, nur nochmal mit Schokoladenüberzug. Lecker. So, dann teste ich jetzt von Yogurette Passionsfrucht. Das wird wahrscheinlich genauso geschmolzen sein. Ja, einfach Vollmilchschokolade mit Magermilchjoghurt, Passionsfrucht, Maracuja-Creme. Es riecht fruchtig. Ja, schaut, das biegt sich alles. Das ist nichts mehr knackig frisch hier. Das ist, ja. Ich wollte euch das eigentlich alles schön zeigen, aber es ist einfach zu geschmolzen. Schmeckt aber auch nicht schlecht. Also gut, an das Original-Joghurt, nein, es ist sehr intensiv. Ich glaube, dadurch, dass es geschmolzen ist, wird der Geschmack auch total verfälscht. Irgendwie. Zwischendrin ein bisschen sauer. Ja, so hat eine leicht saure Note. Ich habe ja immer noch keine Passionsfrucht in echt gegessen, deswegen weiß ich nicht, wie sowas in echt schmeckt. Ist auf jeden Fall fruchtig. Bisschen sauer zwischendrin, aber sehr fruchtig. So, wir testen Hanuta Riegel Kokos. Riegel mit Kokosnuss, Magermilchcreme und Haselnusscreme. So. Die ist auch schon so angelaufen. Was ist denn da los? Die habe ich doch jetzt erst frisch mitgenommen. Ist das die Hitze? Dann ist die haltbar. Vielleicht liegt die schon ewig im Supermarkt. 1.9.24. Ja, also für eine Schokolade ist das schon alt. Die ist noch 2 Wochen haltbar. Also hat es doch was mit dem Alter zu tun. Gibt es die schon länger, diese Limited Edition Kokos? Weil Schokolade ist ja eigentlich schon so ein halbes Jahr mindestens haltbar eigentlich, aber das ist scheinbar alles alte Schokolade. Ja, ich weiß auch nicht. Meine Candy Challenge wird 1.9.24. Die Jogurette ist zum Beispiel bis Januar 25 haltbar. Und das Kokosding ist bis Dezember haltbar. Und was war das? Bis Oktober. Ja, also die ist auf jeden Fall schon älter, wenn die ist noch 2 Wochen haltbar. Wer weiß, was die im Supermarkt schon alles mitgemacht hat. Okay. Riecht auf jeden Fall nach Kokos. Kokos. Schmeckt gut, finde ich. Und das, obwohl ich ja nicht so der Kokos-Fan bin. Also bis auf die Raffaellos, aber ich finde, es schmeckt gut. Und ich finde auch die Haselnusscreme, die merkt man gar nicht so stark. Nee. Die ist, glaube ich, da oben so ein bisschen. Nee, ist echt gut. Ach, jetzt habe ich keine Punkte vergeben. Plätze. Also auf dem letzten Platz ist für mich das hier. Auf dem zweiten Platz ist für mich, na, ich kann es schlecht beurteilen, da schmeckt mir halt das Original besser. Das ist halt alles schon so geschmolzen und beschlagen. Deswegen, wer weiß, wie das in frisch schmecken würde und in nicht geschmolzen. Mal testen. Naja, wenn ich danach gehe, würde ich das nochmal kaufen? Nein. Würde ich das nochmal kaufen? Ja, schon eher. Nee. Ich mache das auf Platz 5. Das auf Platz 4. Das auf Platz 3. Und die zwei, die waren ja sehr ähnlich. Also ich finde, da ist nicht viel Unterschied. Hat beides irgendwie so eine Note von Raffaello. Ich kann es nicht sagen, aber es wird mir jetzt zu viel Kokos. Schaut euch das mal an, wie geschmolzen das ist. Also,
Es ist einfach zu heiß. Ja, welcher schmeckt jetzt besser? Also ich glaube, das war mir jetzt zu viel Kokos. Vielleicht auch, weil das alles schon so beschlagen ist. Also ich glaube, das Hanuta, da merke ich jetzt doch ein bisschen die Haselnuss. Also ist das meine Eins. Aber ich merke, ein Kokos reicht mir, sonst ist es mir zu viel Kokos. Vielleicht ist doch das die Nummer 1. Weil das halt einfach schokoladig ist, aber es ist halt alles schon so. Ich glaube, es würde alles wesentlich besser und anders schmecken, wenn es halt nicht so geschmolzen wäre. Nee. Es ist mir doch zu künstlich jetzt auch. Vielleicht gebe ich der Joghurtette also jetzt, nachdem ich, also nee, das ist mir jetzt zu viel, vielleicht 1,5 Punkte oder 2 Punkte, dann gebe ich dem, ja, vielleicht 2,53 Punkte, dann gebe ich dem 3,5 Punkte, dem, ja, vielleicht auch 3,5 Punkte und dem gebe ich 3,5 bis, ja, 4 ist, glaube ich, schon zu, also ich bin jetzt zu süß. Das war jetzt zu viel Süßes auf einmal irgendwie für mich und zu viel Kokos. Aber also das könnte man auf jeden Fall empfehlen, das könnte man theoretisch auch empfehlen und ja, also ich glaube, wer Kokos mag, dem wird das auf jeden Fall schmecken und wer Raffaello mag, wird das auch schmecken. Es war jetzt nur irgendwie zu viel und zu geschmolzen und zu viel mit weißer Schicht. So, also es kommt alles in den Kühlschrank und dann schauen wir mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das hilfreich war für euch. Sieht nicht so appetitlich aus, wenn das so geschmolzen ist. Naja. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und war vielleicht ein bisschen hilfreich. Und wenn ihr irgendwelche von den Süßigkeiten kennt, schreibt gerne, wie es euch geschmeckt hat. Reifen vom Feinsten. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.